Contra K. Kampfsportler, Tierfreund, Motivationsrapper. 14 Jahre lang ist der bodenständige Berliner mit dem sympathischen Lächeln nun schon ein fester Bestandteil der deutschen Rap-Szene und konnte in der Zeit ganze 21 Gold und eine Platinplatte abräumen. Immer begleitet durch seine loyalen Fans, kaum ein anderer deutscher Rapper hat eine so eingeschworene Gemeinde um sich und überhaupt scheint Loyalität eines der zentralen Leitmotive seiner Karriere zu sein. Aber warum ist das so? Um diese Frage beantworten zu können, lohnt es sich einmal zurückzublicken. Also wer genau ist er? Wo kommt er her? Und wie ist er zu dem geworden, der heute ist? All das erfährst du hier bei Right. Contra K bzw. Maximilian Dehn, so heißt er mit bürgerlichem Namen, wurde am 3. Juli 1987 in Berlin geboren. Dort wuchs er bis auf drei kurze Abschnitte, die er in Internaten außerhalb Berlins verbrachte, die meiste Zeit im Stadtteil Charlottenburg an der Grenze zum Moabit auf. Als Scheidungskind und Sohn eines ukrainischen Einwanderers, der in zwielichtigen Berliner Kreisen unterwegs war, wuchs Max allerdings keinesfalls behütet auf. Lange Zeit gab es sogar ein polizeiliches Kontaktverbot zu seinem Vater. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt. Max deutete in einem Interview allerdings vorsichtig an, dass es mehrere Anschuldigungen gegen seinen Vater gab, die allerdings nie belegt werden konnten. Trotzdem betrachtet der Rapper seinen Vater als wichtigsten Bezugspunkt, da er, wie er sagt, das einzige Beständige in seinem noch sehr jungen Leben war. Er war es auch, der ihm eine gewisse Ganoven-Ehre vermittelte und ihm erstmals die Bedeutung von Loyalität bewusst machte. Abseits davon habe er allerdings nicht viele positive Erinnerungen an seine Jugend. Und in diesem Umfeld ist es auch nicht weiter überraschend, dass ihn ein Schicksal ereilte, das vielen Rappern nicht unbekannt ist. Er ließ die Schule schleifen, geriet selbst in zwielichtige Kreise und wurde schließlich kriminell. Ich habe die richtigen Leute am falschen Ort kennengelernt, sagte er einmal. Immer öfter wurde er von der Polizei nach Hause gebracht und seine Eltern konnten oder wollten dem nicht viel entgegenbringen. Seine Mutter schien mit anderen Dingen beschäftigt zu sein und konnte sich nicht einmal dazu durchringen, ihm Hausarrest zu geben. Bei ihr konnte er machen, was er wollte und ist gegangen, wann und wohin er wollte. Und sein Vater war da allgemein recht locker, so sagt er. Solange es nichts mit Drogen zu tun hatte, sondern nur dem Staat geschadet hat, dann war das für ihn kein Problem. Wenn es dann aber doch mal Drogen waren, dann gab es auch schon mal die ein oder andere Ohrfeige. Wie ihr euch denken könnt, hat das aber nicht allzu viel bewirkt. Zwischenzeitlich versuchte sogar das Jugendamt, ihn aus diesem Umfeld hinauszuziehen und schickte ihn auf drei verschiedene Internate, die ihn jeweils allerdings nur recht kurz halten konnten. Erst als immer mehr Freunde für immer mehr Jahre ins Gefängnis mussten, wachte er auf und entdeckte mit dem Boxen eine Liebe zum Kampfsport, der ihn mit Fairness und Teamgeist etwas lehrte, was er auf den Straßen immer vermisst hatte. Und so schaffte er, allen Hürden zum Trotz, mit 16 seinen Realschulabschluss und machte eine Ausbildung zum Industriekletterer. Diese Arbeit war auch äußerst wichtig. Neben dem Boxen half sie ihm, von der Kriminalität wegzukommen und war einer der Hauptgründe dafür, dass er es schaffte, bis heute ein sauberes Führungszeugnis zu behalten. Etwas, das er angesichts seiner kriminellen Karriere selbst als absolutes Wunder betrachtet. Nebenbei entdeckte er die Liebe zum Rap und eiferte seinen amerikanischen Idolen Nas, Tupac, Biggie und Naughty by Nature nach. Als deutsches Musikvorbild nahm er anfangs Bushido, weshalb seine ersten Tracks und Alben auch deutlich Gangster-Rap-lastiger sind als spätere Werke. Schnell setzte er sich in den Kopf, selber Rapper werden zu wollen und bekam schließlich von seinen Freunden den Namen Contra K verpasst, weil er immer wieder sprechen musste, wie er sagt. Natürlich erzählte er auch seinem Vater von den Karriereplänen, der war jedoch alles andere als begeistert und wünschte sich insgeheim wohl doch eine solide Berufswahl für seinen Sohn und hatte Angst, dass er mit seiner Musik keinen Erfolg haben würde. Unbeirrt von allem hielt Contra K aber an seinen Plänen fest und so gründete er 2006, da war er gerade einmal 19 geworden, gemeinsam mit seinem Freund Kiez Spezial das Rap-Duo Vollkontakt. Die Berliner Rap-Legende Kaiserschnitt
wurde auf die beiden aufmerksam und signte sie auf seinem Label Hellraiser. Das Label wurde dann aber bereits nach einem Mixtape wegen persönlicher Fehden seitens Kaiser geschlossen, sodass Contra K gemeinsam mit seinen Labelkollegen Skinny L und Fatal ihr eigenes Label DPK Records gründeten. Zu dieser Zeit lernte Contra K auch seinen Produzenten Big Flex kennen, mit dem er bis heute noch des Öfteren zusammenarbeitet. Denn wenn Max eines ist, dann ist das loyal. Mit ihm produzierte er auch den ersten Output des Labels, Chrome und Crime. Und zu derselben Zeit lernte Contra K auch über den Produzenten Costa Titan, Bones MC kennen, man verstand sich, und so kam es schnell zu einer Kooperation. Ende 2010 veröffentlichte Contra K dann sein Debütalbum Dobermann, mit dabei ein erstes Feature mit dem Hamburger 187-Chef. Anfang 2012 gibt er sich dann etwas experimentierfreudiger und veröffentlicht das Dubstep-Mixtape Elektrosmog. Ein Experiment, das allerdings keinen großen Anklang fand, also gab es hinterher noch das zweite Soloalbum als Bonus, das schließlich im November veröffentlicht wurde. 2013 folgte die legendäre Auf Teufel komm raus EP mit Bones, die Gerüchten zufolge bis heute auf ihre Fortsetzung wartet. Schon jetzt weicht Contra K's Straßenrap von seinen Berliner Vorgängern ab. Klar, er ist ein nicht wegzudenkender Teil der Szene, aber er ist irgendwie auch anders als die anderen. Er erzählt von den Schwierigkeiten des Lebens auf der Straße, er verherrlicht es nicht, er gibt sich nachdenklich und reflektiert und versucht immer wieder positive und motivierende Aspekte mit einzubringen. Einige Alben, EPs und Features folgten so über die Jahre und der Erfolg schien ihm recht zu geben. So bekundete sogar 4 Music, das Label der Fantastischen 4, Interesse an Max und es kam schließlich 2014 zum Signing und damit zu einer noch größeren Chance, seine Karriere auf das nächste Level zu bringen. Allgemein war 2014 ein äußerst erfolgreiches Jahr für den damals 27-Jährigen, nicht nur in beruflicher Sicht, denn im selben Jahr kam auch sein erstgeborener Sohn, Nathan, auf die Welt, dem er mit dem Song Sohn schließlich auch einen eigenen Song widmete. Die Geburt seiner Kinder und der Wechsel zum Major hat aber nicht nur das Privatleben des Rappers verändert, sondern nahm auch definitiv Einfluss auf seine Musik. Immer mehr entwickelte er sich weg von seinem anfänglichen Ghetto-Rap und tritt noch reflektierter und gemäßigter auf und legte Schwerpunkte auf sozialkritische Themen und positive Botschaften an die Jugend. Mittlerweile ist auch Max Vater, der in der Zwischenzeit mehrere schwere Schlaganfälle erlitt und im Rollstuhl sitzt, sehr, sehr stolz auf ihn. Zwar befinde er sich seit einiger Zeit in einem Alzheimer-ähnlichen Zustand, aber die ersten Karrierehöhepunkte seines Sohnes hatte er noch mehr oder weniger bewusst miterleben können. Die Premiere unter dem Dach von 4 Music namens Aus dem Schatten ins Licht bescherte ihm Platz 2 der Charts, eine Goldplatte und lenkte vom Club bis zum Radio immer mehr Aufmerksamkeit auf den Berliner. Trotzdem verließ er 4 Music wenig später nach seinem ersten Nummer 1 Album Labyrinth und legte mit der Unterstützung von BMG in den Folgejahren eine einzigartige Erfolgsserie hin. Ab 2015 releaste er jährlich Studioalben, die allesamt die Spitzenposition der deutschen Charts erklimmen konnten und er wurde in der Zeit zu einem der gefragtesten Live-Acts in ganz Deutschland. Er hatte sich als Ziel gesetzt, immer im Zeitrahmen von 364 Tagen, also einen Tag weniger als ein ganzes Jahr, ein neues Album zu veröffentlichen. Dass so ein Output nicht ohne viel Arbeit und Aufopferung daherkommt, das sollte klar sein. Schließlich sagte er einmal, dass er 7 Montage die Woche hat und nicht länger als 4 bis 6 Stunden schlafe. Nicht ohne Grund ist er leidenschaftlicher Sportler, dem seine Leistungen wichtig sind. Beim Sport und auch in seiner Musik will er den Jugendlichen, die ihm zuhören, etwas mitgeben und dafür lohnt es sich für ihn, sich aufzuopfern. Doch so eine Belastung macht selbst der trainierteste Kampfsportlerkörper nicht für immer mit. Und so war Mitte 2019 dann erstmal Schluss, als ihm eine Gürtelroseninfektion einen Strich durch die Rechnung machte, die, weil er sie nicht behandeln ließ, durch den Stress in sein Auge gewandert war. Die Infektion führte dazu, dass sein linkes Auge ständig zuckte und er eine Zeit lang fast erblindet war. Verzweifelt wollte Max dann zu einer unfassbaren Maßnahme greifen. Er griff einen Löffel und wollte sich das Auge eigenhändig entfernen. Zum Glück konnte seine Ex-Frau rechtzeitig eingreifen. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht und musste sogar fixiert werden, weil er so aggressiv war, da er den letzten Auftritt seiner Tournee nicht platzen lassen wollte. So loyal ist er seinen Fans gegenüber.
Das zeigte sich auch im Dezember 2019, als er ein zweites Mal Vater wurde und das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt bringen ließ, nur um rechtzeitig wieder bei der Tour sein zu können. Respekt. Auf die Frage, was ihm Loyalität bedeutet, antwortete er mal in einem Interview, dass man jemanden unterstützt, auch wenn es einem selber keine Vorteile bringt, nicht ausschließlich den kleinen Finger ausstrecken, stattdessen die ganze Hand geben. Loyalität bedeutet, dass wenn deine Freunde ihre Ziele erreichen, du dich genauso freust, als wären es deine eigenen. Und genau so sieht er auch seine Beziehung zu den Fans. Trotzdem sieht er sich in Zukunft nicht als Legende, die auch in 30 Jahren noch Shows spielt. Er sagt, dann würde ihn keiner mehr kennen. Lieber würde er als A&R in der Musikindustrie arbeiten. Ich habe das Business gefressen, sagte er dazu in einem Interview mit Nico von der Backspin. Aber fürs Erste werden wir wohl nicht auf regelmäßige Releases dieses Ausnahmekünstlers verzichten müssen. Genauso wie ihr nächste Woche nicht auf ein neues Video verzichten müsst. Denn wir sind hier am Ende. Wie fandst du denn diese Folge? Habe ich dich zumindest etwas überraschen können? Oder habe ich vielleicht sogar etwas vergessen? Und zu welchem Rapper würdest du gern mal so ein Video sehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da. Wenn du mehr sehen möchtest, hau ein Abo raus. Und wenn du absolut nichts mehr verpassen willst, dann läute die Glocke. Darüber freue ich mich natürlich am meisten. Bis dann, Freunde, macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns.